So, liebe Freunde, da sind wir wieder bei Little Miss Fortune. Und ja, nach der Hamsterparty sind wir jetzt endlich wieder überirdisch. Und müssen direkt aufpassen, weil obhörige Ärger echt Tilträde. Gucken wir mal, ob das noch klappt. Es klappt alles noch. Oh, hier ist der illegale Woundface. Der illegale Nusshandel. With a slingshot. What slingshot? This slingshot. Zack. That slingshot. Okay. Da ist er wieder. Oh, look, I use these acorns as ammunition. That's really clever, Miss Fortune. Da gibt's die Vietnam-Flashbacks. Ziele mit der Maus und schieß mit der. Ja, wir müssen hier drauf, oder? Oh Gott! Aber das interessiert ihn einfach gar nicht. Tschu! Wir müssen noch höher. Pschu! Easy. They call me Sniper. Pschu, 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 pschu. We did it! Well done, Miss Fortune. Yay! Können wir uns hier den Baseballschläger nehmen oder was? This looks like the science project Daddy has in the basement. I don't know why, but Mommy was really angry about it. Ah, diese Familie ist echt das Schönste. Guck mal weiter. That's Geld. A lot of cash. Is this the eternal happiness? Oh no. What makes you think that? Mommy said that money is the only thing that makes her happy. Well, und Wein. Is wrong. Oh, really? Okay. Geld und Wein. Wir klettern. Wir haben ja alles gesehen hier in den Kanälen. Also geht es weiter. Sind wir das? Ich hoffe nicht. On the other side of the screen. Listen, I know it must be hard not knowing much about our little lady's future. Will Miss Fortune really die? If so, how will she die? And when will the evil fox kill her? Will she find the eternal happiness? I personally hope she does. Act normal. She's coming. Act normal. Oh, Miss Fortune, you made it. Congratulations. Thank you. Where are we? Das könnten wirklich wir sein. To the grand prize of eternal happiness. Great, because I'm not allowed to be outside this lake, you know. Don't worry, it's not far from here. Great. Dieses eternal happiness, ich habe mir da mal ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Und also er hat ja gesagt, sie wird heute sterben. Und ich denke, je nachdem, wie wir spielen, kommen wir halt diese Eternal Happiness. Also, okay, der hatte eine Maske auf. Und das wäre dann quasi der Himmel, sage ich mal. Oder halt, wenn wir das nicht schaffen, dann denke ich mal genau das Gegenteil. Das hat man ja auch schon die Vorzeichen gesehen. Also ich denke, es geht in diesem Spiel quasi um den Kampf, kommt sie in Himmel oder Hölle. Um das Ganze mal ein bisschen verdauen zu lassen. Glitzer! Dementsprechend bin ich mir auch noch nicht sicher, wer oder was diese Stimme ist. Da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Könnte natürlich... Da bin ich einen Schritt zu weit gegangen. Das könnten wirklich wir sein. Sieht genauso aus wie wir. Ich rede gleich weiter. Okay. Also natürlich kann es entweder ein Dämon oder der Teufel sogar selbst sein. Man hat ja auch immer so ein bisschen hier dieses gruselige Monster-Feeling gesehen. Oder halt genau das Gegenteil. Engel oder sogar Gott selbst. Der Fuchs an sich kommt mir sehr suspekt vor, weil der halt mit dem Tod zusammengearbeitet hat am Anfang.
aber andererseits war das, was es auf dem Boden gezeichnet hatte, sah so ein bisschen wie ein Schutzkreis aus. Oder dritte Option, sie ist einfach vollkommen belämmert, mental kaputt und ist einfach schizophren. Dann werden wir mal sehen. Ja, guck mal. Das sind doch nicht wir. Sie kann auf jeden Fall Geister sehen. Das hatten wir eben auch schon mal, den toten Jungen. Bei dem Mann, der sich erhangen hat. Okay. The world needs a plan. Unicycle. Get it? Very clever, Miss Fortune. Thank you. Phantasmagoria. Okay. The horror. Phantasmagoria is coming to Oberville? That's so. Ach, das ist ein Horror. Schauplatz, ne, wie sagt man? Zirkus? Ja. With my feelings now. Let's focus on finding the eternal happiness first. Then we'll see. All right, I can't wait. Ah. Look, it's Benjamin from the Hoots in the Woods. You know, if you ever want to hang out or something, I'm available. Don't engage with that wild fox. I told you. Foxes are dangerous. Let me handle this. Benji, are you a wild, dangerous fox? No, Benji, don't go! And he's gone. Let that wild beast run off. I don't want anything bad happening to you. Alright. Aber er schreibt, hide your children. Hide. Warum haben die alle Masken ab? Ah, this is Benji's stuff. This is absolutely the best art I have ever seen. It's so personal. I didn't know Benjamin was so creative. Creative? That looks like a child has drawn it. What did you just say? Oh, I didn't mean it like that. Huh. Hey, shouldn't we be focusing on finding the prize? I'm focused. So. Also der scheint doch ganz gut zu sein. Also zumindest alle Signale, die wir bis jetzt von ihm bekommen haben. Yes. Okay. Dann mal los. Dem Fuchs hinterher. Slow down, you fuck. Miss Fortune. What? Language. Die ist einfach die geilste, muss man dazu sagen. Oh, jetzt passiert irgendwas. Mr. Voice? Yes, Miss Fortune? Has anyone reached the end of the game and gotten the eternal happiness? Yes, of course. They lived happily ever after. That sounds nice. You know, I want to win this prize for my mommy. I wish I could give her some happiness. My sparkle doesn't work with her. Oh, that's really sweet of you. Thank you. Immer diese fallenden Vögel. My sparkle? That's not necessary. Don't be silly. Here you go. Happiness to Mr. Boys! Oh well. Thank you. Anyway, let's go find the prize and make Mommy proud. Yes. Bald gibt's keine Vögel mehr. Sollen wir einmal kurz gucken, ob wir zu dem hin können? Ne, wir sind ganz woanders. So. Soll auch nochmal dazu sagen, dass Vögel, die vom Himmel fallen, immer so ein Vorzeichen der Apokalypse sind. Mal gucken, ob das noch irgendwas zu bedeuten hat. Ah, okay. Sagt der am öftesten benutzte Satz von ihr. Ah, okay. There's a lot of sweet poetry written on the bench. Death is alive and it's eating from you. Sign and interesting. What do you think? Miss Fortune, do you really need to read those poems? Ja, wollen wir. Hör damit. Yeah, listen to this one. Both hanging too low. I'm not sure. Where are they hanging from? Oh, look, a drawing of a cat. Come on, Miss Fortune, let's go. All right. Okay, ich glaube nicht, dass das jetzt großartig viel geändert hat. Was haben wir da? Eine Pennermöwe? Look at the seagull. It looks like Kevin's dad. Who's that? He used to sit in the sandbox next to school. He didn't have any clothes on,
and the police officer hit him with a stick. Too bad you don't have any fish to offer the seagull. They love fish, you know. Are you trying to make me feel guilty about the fish from earlier? I made a hard decision back there, and I stand behind it. I understand, Miss Fortune. I'm just saying. Well, stop saying. Hätten wir den Fisch mitgenommen, hätten wir dir den jetzt anbieten können. So können wir jetzt, glaube ich, gar nicht mit der interagieren. Außer der ein bisschen Glitzer ins Gesicht. Falsch rum. So. Hui. Schade. Aber dafür lebt der Fisch noch. Verpisst euch. Ich dachte, die fliegen. Ja, die fliegen weg. Tja, dann muss der wohl... Ich glaube, der sieht eh so aus, als wäre der nicht an Fisch interessiert, sondern höchstens an Schnaps. Would you like to ride the royal halls of the park? Natürlich. Royal horse, ja, damit. I'm a little princess, you know. Look at me. I'm on the horse. Hi, horsey, stop it. Oh. Oopsie. That was unfortunate. Are you all right? I'm okay. Are you worried because I'm such a little lady? Of course. You are really tiny and you could break. I broke my arm once. So, you know what I mean. Das war nicht so gut. Lass uns nochmal tun. Das geht sogar wirklich. Nicht, dass wir irgendwo einen versteckten Lebensbalken haben und den gerade vollkommen überstrapazieren. Ah. Okay. Ich glaube, wir sollten es lieber lassen. Ah, es gibt ja auch keinen Dialog mehr. Dann können wir es ja nochmal machen. Nein, okay. Wollen sie jetzt auch nicht unnötig quälen. Let's just go, Miss Fortune. You don't want to get involved with ducks. Don't be silly. Ducks are pretty cool. And look, he's carrying a boombox. This could be my opportunity to finally dance for real. Would you like to show me some of your dance moves? Ja, lass den mal... Ne, wir müssen unsere zeigen. Dance Battle öffnet man immer, indem man selber dem anderen zeigt, was abgeht. Oh! Erstmal Weed ins Gesicht bekommen. What are you talking about? That was normal. Oh, if you say so. Können wir wieder nichts mehr mit der machen? Okay, wir haben bis jetzt Pillen genommen und Gras abgekriegt. Kein Wunder, dass der Trip so so komisch ist. Ja, komm, wir sind noch nicht oft genug auf die Fresse geflogen. Also, wir gehen zwei Schritte, fliegen auf die Fresse. Gehen zwei Schritte, fliegen auf die Fresse. Der lacht uns erstmal übelst aus. Aber hier ist nochmal so eine Puppe. Da hatten wir schon mal eine von. Wenn die Bäume nackt sind und der Wind kalt, wenn der Geruch von verrotteten Äpfeln gegen den Stein kracht. Ich habe schon wieder vergessen, was bei der ersten war. Irgendwas mit... Der Ruf von irgendeinem Vogel. Wenn die Bäume nackt sind und der Wind kalt. Kann man sich die anderen nochmal irgendwie angucken? What are you talking about, Miss Fortune? Nothing. Kann man sich hier? Nee, ich glaube, wir können nichts drücken. Oh Gott, hätten wir uns das mal besser gemerkt. Oh. Hallo, wir wollen einfach nur dran vorbeigehen. Okay. Hier war Benjamin nochmal am Werk. This looks like the art of Benjamin, don't you think? I think it's garbage and it should be erased. Die beiden kommen auf jeden Fall nicht gut klar miteinander. I see great potential here. He's obviously very artistic. Just ignore it. Let's keep playing my game. The prize is closer than you think. Really? All right. Also der Fuchs und die Stimme spielen auf jeden Fall nicht im selben Team. I can almost feel the eternal happiness. Good. The last challenge awaits at the pet cemetery. A pet cemetery? That sounds like the best place to end the game. Exactly my thoughts. I'm glad you feel the same way.
Ich habe das Gefühl, dass es da nicht zu Ende sein wird. Nach St. Kirka. Los geht's. So, I was thinking while we're walking. Mind if I ask you a couple of questions? Sure. I'm pretty good at answering questions. Great. Just answer as honestly as you can. Oh, ich glaube, das müssen wir jetzt machen. All right. First question. Have you ever stolen anything? Ja. Haben wir in diesem Spiel schon was gestohlen? Ich habe vergessen. Aber ich denke mal, bestimmt. I stole my friend's Swiss Army knife once. I felt so bad. I buried it in the yard and never told him. Oh, I'm so sorry for the both of you. Second question. Are you happy right now? Ich denke eigentlich nein, aber sie macht sich die Welt immer so, dass es so rüberkommt. Aber eigentlich nein. Well, not really. Many things make me sad. That's why I want the prize so much. Then I can stop pretending I'm always happy. Ah. Genau. Sie tut well, nämlich nur so. The last question. Do you feel loved? Ich würde auch auf nein tippen. Also eigentlich nein, aber sie redet immer so von ihrer Mutter, als wäre das die beste Mutter. Ich glaube, weil sie das alles noch gar nicht versteht. Also denke ich mal, sagen wir das. I'm pretty sure Mommy loves me because she hasn't left me. Thank you for your honesty. You're welcome. Look, we arrived. Coincidence? I think not. Ah, das sind die zwei Kinder, die verloren gegangen sind. Ich glaube, die haben wir beide schon gesehen. Das eine müsste der gewesen sein, den wir hier bei dem... Ja, den haben wir schon mal gesehen. Das heißt, ganz viele Kinder verschwinden. Vielleicht hat er mit denen auch gespielt. Ready to find the prize of eternal happiness. Yes, what is it? I have hidden it in one of the graves. I have to dig in a grave? Which one? I'll give you a hint. It's where the goldfish is buried. The goldfish. All right. Must I dig with my tiny hands? Yikes forever. No. Use the shovel. Which shovel? That shovel. Shovel. Okay. Ah, that shovel. Okay. Vollkommen normal. Auch, dass wir gerade auf dem Friedhof sind und ein paar Gräber aufgraben müssen. Ich denke, wir fangen einfach mal von an. Denise died surrounded by her loved ones in a fire. Wollen wir einfach mal? Ich denke nicht, dass das mit dem Goldfisch zu tun hat. Also lassen wir es. Obwohl sie eben so begeistert war. Sie hat zuerst ein bisschen Verwirrung, aber sie hat sehr gegrinst, als sie gemerkt hat, dass sie in Gräbern rumschaufeln darf. Okay, let's see. Little Lulu, the first bug to ever strangle a man. Ja, komm. Ich kann mich nicht mehr zurückhalten. Nothing. Ah, und wenn wir jetzt eh schon einmal dabei sind... Können wir das auch mal schänden. Smells like hot dogs. I guess it's not the fish. Ja. Ist der Ruf schon ruiniert? Können wir auch alle Gräber aufmachen. Stephanie Quinn, writer of the erotic novel Confessions of a Cat. Erotic novel? Talk about crazy. Ja, damit. Das hat garantiert negative Auswirkungen. No prize. How's the grave digging going, Miss Fortune? Good, I got this. Wie viele gibt's denn hier noch? Da könnte ein Goldfisch sein, aber wir gucken erstmal hier noch rein. It's safe. All die doing kill him. Was? It's simple. Yeah, yikes forever. Da wird bestimmt Scheiße drin sein. In here, just a bunch of little bones.
Okay, ich dachte, vielleicht können wir die Knochen mitnehmen. Was haben wir hier? Let's see. Roger the Magpie. Never saw that window coming. Ha. I don't get it. Hör damit. Schon so viele tote Vögel gesehen. Da macht der eine jetzt auch keinen Unterschied mehr. Okay. So, gleich mal durch. Das ist natürlich das letzte. It says, Mr. Bubbles. Ja. Mr. Bubbles. Mr. Goldfish. Congratulations, Miss Fortune. You found the prize. Really? Was ist das? You see the little box? Ach, eine Box. Sah aus wie ein Goldbarren. Das hätte mir schon gereicht als Preis. Eternal Happiness. Is this the prize? But there's only a note. What? Yes, it says, I stole your eternal happiness. Signed, Benjamin. Das ist aber nicht seine Handschrift. Wir haben ja gesehen, wie der schreibt. Und so einen Satz kriegt er garantiert nicht auf die Reihe. Aber ich habe mir schon gedacht, dass es da nicht vorbei ist. I knew the fox was trouble. He stole your prize. What a disappointment. I really wanted to surprise Mommy with this. What should I do now? We must find the fox and get your happiness back. I'm sure he hasn't gone far away. Let's go find him. Yes, let's do that. Such a letdown. Tja, sein Grab haben wir ja schon mal ausgehoben.